Schönen guten Abend, Damen. Schönen guten Abend, die Herren. Schweig Josef, Sie wissen schon. Und Sie werden mir zugeben, es ist doch manchmal ganz unglaublich im Leben, wie es einen plötzlich ganz unverhofft trifft. Einmal gut und einmal wieder schlecht. Ich zum Beispiel, ich war Kompanieordonnanz bei den 91ern immerhin. Und dann bin ich in die russische Gefangenschaft geraten wegen einer Kuh. Und gleich war ich überhaupt nichts mehr. Nicht einmal eine Nummer, ein Pläni eben, wie die Russen sagen. Und dann haben die Russen in irgendeiner kleinen Eisenbahnstation unseren Gefangenentransport ausgeladen und die ganzen verbindeten Armeen auseinandergerissen, wie eine Viehherde. Schafe dahin, Kühe dorthin, hier die Pferde, da die Ziegen und die Viecher, die waren wir, die Gefangenen. Da hat es zum ersten Mal die Deutschen gegeben. Naja, bitte, die haben alle zusammengepasst, nicht wahr? Die Preußen, die Sachsen, die Bayern und so. Aber in der K&K österreichischen Armee, da hat es Tschechen gegeben und Ungarn und Slowaken und Tiroler und Bosniaken und Polen und Juden und Galizier und Kroaten, alles durcheinander. Bitte, zugegeben, wir Tschechen, wir haben es noch am besten gehabt, weil wir die russische Sprache am schnellsten gelernt haben, weil Russisch ist doch eigentlich nur ein tschechischer Dialekt. Und gleich haben sie uns anwerben wollen für die tschechische Befreiungsarmee. Die Legion, wie sie es genannt haben, aber wir haben nicht wollen. Denn wäre der russische Zar vielleicht ein bisschen besser für uns gewesen, wie unser Kaiser Franz Josef, Gott hab ihn selig? Alles das Gleiche, diese hohen Herren. Später natürlich, wie unser gütiger Herr Kaiser zu Gott, dem Allmächtigen, in die Kapuzinergruft hineingegangen ist und sie auch noch den Zaren abserviert haben, da hat sich die Lage verändert. Aber vorher, nein, nein. Wir brauchen keine Österreicher sein, und wir wollen keine Russen sein, wir Tschechen, wir wollen wir selber sein. Und dann haben wir es auch sehr gut getroffen, als wir zur Erntearbeit eingeteilt wurden. Ein sehr freundlicher Bauer hat 3 Stück Tschechen auf einmal genommen. Hey, hey, mach, dass ihr fertig werdet! Einen, der was von der Landwirtschaft verstanden hat, und ich verstehe mich ein bisschen auf Viecher, wie Sie wissen, Hunderl und so. Und der dritte, der war ein Student, ein Intelligenzler, wie man sagt. Und ein Intelligenzler, was hätte gar nicht mitgehen müssen, weil er hätte gar nicht arbeiten brauchen. Er war ja Offiziersanwärter. Jetzt ist schon Tag. Nun ja, im Park eben um die Zeit ins Nachtcafé. Dabei, dabei! Wir fahren aufs Feld arbeiten. Ich hab mir nur nicht gewaschen. Ja, nur reiche Herren können es sich leisten, sich täglich zu waschen. Nina! Nina, bring den Korb mit dem Essen! Und vergiss das Wasser nicht! Du sitzt bei mir! Ja, ja. Es wird heiß heute. Natascha, sieh nach, ob die Wettsteine da sind. Ja, Mutter. Ich war schon voraus. Redet nicht, ihr! Nein, Vater. Na, hier. Bitte. Zwei Werft ungefähr. Hier, Mäki. Ach, wie viele Leute schon an der Arbeit sind. Wir sind spät dran und unser Feld ist noch weit. Ah, wer früh aufsteht, kommt früh zum Fall. Da weiß ich jeder eine Geschichte von einer Frau Theophilia aus Woplan. Wie sind die Frauen bei euch? So wie bei uns? Die Frauen sind auf der ganzen Welt gleich. Und die haben alles so wie bei uns? Auch die Haare und die Zähne? Und auch die Achsen und die Hände. Oh, und auch das da? Ja. Aber nicht so saftig. Also, die Mädchen sind bei euch ganz genau so wie bei uns. Ja, yeah. Aber nicht jeder hat so schöne Haxen wie du da hast. Oh, du ungläubiger Teufel, wo kriegst du hin? Natascha, nicht hier. Ich geh zu Natascha plaudern. Geh zu deinem Freund. Oh, du, das ist ein stürmischer Mensch. Der wollte mir alles auf einmal erklären. Der alte Dummkopf sagt überhaupt nichts Interessantes. Er hat mich nur gefragt, ob er am Sonntag in die Kirche wird gehen. Die Damen. Ja. Hey, Hupschi!
Mit Gottes Hilfe habt ihr das in 2 Tagen spielend gemäht. Linsen sind scharf wie Rasiermesser. So. Dabei, dabei, was ist los? Komm, worauf wartet ihr noch? Dabei, dabei! Das Getreide wird gedroschen, das Korn wird gemäht, die Sonnenblumen werden umgegraben, die Ochsen werden gefüttert und die Pferde werden getränkt. Dabei, dabei! No. Na, dabei, 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 dabei! So, jetzt passt's gut auf und schaut's mir zu, wie ich das mach. No. Das kann doch nicht so schwer sein, was? Na, ja, also. Also. Ja, pass auf! Pass auf meine Füße auf! Wenn das Gras nicht umfällt, macht ihr nichts draus. Aber ohne meine Füße möchte ich mich nicht wohlfühlen. Also, dabei, dabei! Na, no, was ist denn? Dabei, dabei, pass dabei! Auf, dabei, dabei! Also, ihr werdet das schon alleine schaffen. So, hier! Ja! Na! Ja! Das sind Österreich. Ja! Ja! Sehen, was die können. Wo der Schweck gemacht hat, schaut's aus, als hätte ein Hund das Korn abbissen. Jetzt glaubt er, dass Hunderl Gras fressen. Wo sind Sie denn zur Schule gegangen, Herr Kamerad? Ha? Ja, eines gut. Die beiden anderen taugen nichts. Was bedeuten denn diese Knöpfe hier? Er ist Student, ein Mensch mit Bildung. Ah, man sieht es. Er hat ganz weiße Hände. Kannst du mähen, Herr? Nein, dazu hat man bei uns Maschinen. Wir haben für alles Maschinen. In Kargina, im Hof, haben sie Gefangene. Der Herr sagte, dass sie sollen Holz spalten. Sie sagen doch, wir können das nicht. Wir haben dazu eine Maschine. Ich frage einen Gefangenen, ob er Kinder hat. Ja, Herr, sagt er, 3 Stück. Ich frage nach seiner Frau. Er sagt, er hat keine. Ja, wo hast du denn die Kinder hergenommen? Schweindeutsche schrei ich ihn an. Und er zuckt nur die Achseln. Sagt fortwährend, wir haben dazu eine Maschine. Wir haben so viele Maschinen. Oh, so ein aufgeblasener Fuchs. Kannst du auch Pferde reiten? Kannst du auch Pferde von die Troika spannen? Nein, bei uns gibt es Automobile. Er lügt wie ein Hund. Er ist 20 Jahre alt. Und ich bin schon mit dem Automobil gefahren. Ich bin 60 und habe noch nie eins gesehen. Herr, und spielst du Harmonika? Nein. Ach, ein Gebildeter. Bei uns im heiligen Russland ist jeder Taglöhner gescheiter als du. Diese Dummköpfe haben mit uns einen Krieg angefangen. Von uns könnt ihr lernen. Verfluchte Bande. Bravo, bravo, zeig uns, zeig uns. Bist du verrückt? Was der Bauer trifft, bringe ich nur lang fertig. Herr, so mäht man bei uns in Österreich. Sereschka, nimm diesem Gesindel die Sensen weg. Wir werden sie nicht zeigen. Schau, dass du uns nachkommst. Dabei, 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 dabei. Virgina, Virgina, denk an unseren guten Kaiser Franz Josef. Lass dich nicht beschämen. Dabei, dabei, dabei. Die Mähe um die Wette. Und die Wanner kann's am besten. Los, Großvetterchen, vorwärts. Der ist gut, der Österreicher. Wanner ist schon voraus. Hurra, Wanner, zeig's ihnen. Hurra. Großvetterchen, darf ich auch mal versuchen? Ah, lass Gott, die mich Finger geben, davon. Dass Sie bis heute Abend um die Wette mähen möchten. Jetzt geht's weiter, fertig, los. Na ja. Na, und du, Student, was kannst du? Da kann doch bloß lesen. Wie viele Bücher hast du denn schon gelesen? 10? 20? Ein paar hundert werden schon sein. Ein paar. Also der Aufschneider. Der denkt, wir sind dumm. So viele Bücher gibt's ja gar nicht. Hurra, Vanya! Bravo, Österreicher. Ja, er hält sich gut, aber Vanya ist besser. Aber jeder, der kann wirklich was. Und wo ist der Dritte? Der Lustige. Sieh mal da. Der ist schlau. Der ist kein Dummkopf. Darum ist er auch der Dickste. Hey, steh auf, oh. Österreicher. Du sollst mit den Töchtern dreschen gehen. Mir ist das ja. Nimm sie bei den Zügeln und führ sie herum. Ja. Also eine Technik ist das,
Wie zur Zeit von unserem Herrn Jesus. Schön langsam. Komm, komm. Ich komme mir vor wie der Direktor Klutzki, wenn er im Zirkus eine Vorstellung gibt. An der Wolga drinnen Ufern stehen Burgen stolz und her. Ihre Dächer sind zerfallen, Wolken ziehen darüber her. Ihre Dächer sind zerfallen, Wolken ziehen darüber hin. Oh, ich bin's nicht mehr gewohnt. Aber du darfst uns nicht im Stich lassen. Morgen musst du wieder jemanden zum Zweikampf auffordern, verstehst? Du bist ein Mordskerl, Zwerchener. Das hast du ihnen gezeigt heute. Ja. Das möchte euch passen, dass ich krepier und ihr liegt auf der faulen Haut. Hier ist weiches Gras. Hier liegt die Decken hin. Gib her. Ach, ich spür's in allen Knochen. Kommt. Und jetzt wollen wir schlafen. Die Mädchen hier. Und die Österreicher dort. Lass mich hier hin. Gute Nacht. Gott verzeih mir meine Sünden. Seit 2 Stunden liege ich neben dir und du schnarchst nur. Hier. Halt an. Guten Morgen, Mutter. Warte, ich helfe. Da ist Milch, ganz frisch. Wie weit seid ihr denn gekommen gestern? Den halben Weizen haben wir. Gut. Alles andere ist im Korb. Ich sehe noch mal nach, ob ich nichts vergessen habe. Frisches Wasser aus dem Brunnen habe ich auch. Ja. Danke dir. Ja. Willst du Österreicher? Wenn du mir so hübsch servierst. Also, 2 von euch müssen die erste Fuhre Weizen nach Hause bringen. Du und der Student da, der hilft uns hier überhaupt nicht. Ich nehme lieber den da. Er ist der größte Dummkopf. Also meinetwegen. Vorwärts, vorwärts, an die Arbeit. Schau, dass wir fertig werden. Nina, soll ich dich abholen nachher? Nein, heute schlafe ich auch hier draußen. Hier, Hörtchen. Geh mal. Weißt du, dass ich heiraten soll? In einer Woche kommt der Bräutigam. Wirst du dich auf meiner Hochzeit gut unterhalten? Ich bin ein gemütlicher Mensch. Ich unterhalte mich überall. Der Bräutigam ist 20 und ich bin 17. Da wird höchste Zeit, dass man heiratet, was? Olga Fedorowna hat zu meiner Mutter gesagt, pfui, was du für Töchter hast. Die sind so hässlich, dass kein Knecht mit ihnen schlafen will. Bin ich hässlich? No. Ich hab schon sichere Sachen gesehen. Warum bist du nur so dumm? Weißt du, wenn ich mir die ganze Sache so überleg, dann kann ich nur sagen, einen schlafenden Hund
Den soll man nicht wecken. Nicht jetzt. Im Haus wird Zeit genug sein. Ja? Und dann will man schauen, dass wir so schnell als möglich ins Haus kommen, was? Heute werde ich hier schlafen. Den Heiligen. Ich muss beten, dass Gott mir meine Sünden verzeiht. Nicht so kräftig. Er möchte aufmerksam werden. Hm? Nee, es geht noch nicht. Es ist noch hell. Die Gottesmutter wird uns zusehen. Da werden wir. Da werden wir ganz einfach die Lampe ausblasen. Und Gott sieht auch in der Finsternis. Ja. Schaut er durch die Mauer. Und wir könnten machen, was wir wollen. Du, mein teurer, goldener Österreicher, du bist gar nicht so ein Dummkopf. Die Sau hat den Hühnerwisch und mit allen Federn aufgefressen. Davon ist sie so krank. Dann müssen wir sie schlachten, wenn sie besser wird. Na, dir fällt's wohl sehr schwer heute. Der Arme, er hat sich so abgeplagt. Er ist die russische Arbeit nicht gewöhnt. Auf Mittag gibt's Pirushki, da kannst du dich stärken. Kennst du Pirushki? Gefüllter Teig. So groß. Nein, ich kenn nur Povidl-Tatschkarren. Das ist Nudelteig mit Povidl gefüllt, ganz süß. Aber so klein. Sie haben alles wie bei uns, aber so klein. Gib Acht, du Luder! Vater! Vater! Ja, was ist denn? Er hat sich wehgetan. Was gibt's denn? Hast du weh getan? Ein bisschen. Hast du da Schmerzen? Da? Da? Ah! Lass mich liegen, mein Kreuz ist abgebrochen. Eine Sau ist krank. Und der Österreicher auch. Kommt, tragen wir ihn ins Haus. Ja. Langsam. Oh. 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 So was. Komm. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh. Du Vater, du sollst kommen. So, jetzt bet zu ihr. Bis morgen früh macht sie dich wieder gesund. Du sollst kommen. Die Marfa ist da, um das Schwein zu kurieren. Na, was ist, Kamerad? Ist dir schon besser? Heilige Mutter Gottes, es wird immer schlechter. Ja. Wie sollen die Heilige auch wissen, was ihm wehtut? Wir werden ihr helfen, weißt du? Wir werden die Heilige ihm unter dem Rücken stecken. Da brauchst du nicht so lange suchen. Wenn das hilft, nehme ich morgen die Priesterweihe. Ab.
Mensa in corpore sano. Presente medico mi innocet. Mach du Schwein den Rachen auf. Nimmst die Heilige wieder weg. Sie hat mir schon besser getan. Und das verdammte Holz druckt mich. Kameraden, wenn ich sterb, teilt euch gerecht meine Hinterlassenschaft. Dir, Marek, vermache ich meinen Brotsack und du, Schweg, nimmst dir mein Kochgeschirr und betet's für meine arme Seele. Darum mach dir keine Sorgen, Kamerad. Du wirst ein Leichenbegängnis haben, wie ein Soldat, was auf dem Feld der Ehre gefallen ist. Auch wenn du nur durch eine Sau getötet wurdest. Komm, tragen wir ihn raus, damit er uns sieht und beim Sterben nicht so verlassen ist. Hier. Krokodilski, stelček jemi, jasče zlavo, ojeva, lička plačka, iskolemi, ramski, hamski. Va! Heilige Mutter Gottes, von Satan, die Liebe der Kranken, Sau des Siegers. Heilige Mutter Gottes, von Satan, die Liebe der Kranken, Sau des Siegers. In den Stall, sag ich. Die Heilige hat geholfen. Die Sau ist gesund. Und jetzt den Österreicher. Was wird sie denn bei dem abschneiden? Gibst du mir 3 Pfund Fett, 2 für das Schwein und 1 für den Österreicher? Mehr als 2 Pfund gebe ich dir nicht. Du hast doch selbst gesehen, dass Gott der Allmächtige die Bitten seiner Sklaven nicht sofort erhört. Glaubst du, dass er sich eines österreichischen Mörders billiger erbarmen wird? Ein Kriegsgefangener ist ein Mensch Gottes. Was geht er mich an? Erbarme dich, Marfa, und tu ein gutes Werk. Alte Hexe, kannst du nicht umsonst für einen Menschen beten, dass Gott ihn von seiner Krankheit befreit? Also gut, ich gebe dir 2,5 Pfund Fett. Aber frisches und nicht stinkendes. Ja, ja, ja. So, jetzt kommst du dran. Piotigurski, Breschnowjesin, Sarsko-Vecnovaj, Rasperchoko, Nietzsche-Vorin, Klarum-Mogolaj. Mensana in corpore sano. Presente medico nihil nocet. Mit dem Messer müssen Sie ein bisschen warten. Wissen Sie? Weil der Herr ist nämlich verheiratet. Ah! Alter, ich komm mal nicht in die Nähe. Ich erschlag dich! Ich lass mir nichts abschneiden. Ich bin schon gesund. Marek, jetzt musst du dich zum Priester weihen lassen. Wulli, Wulli, Wulli. Wulli, Wulli, Wulli. Wulli, Wulli. Meiner Seele, wie soll man sie denn finden? Wir wissen ja nicht, wo man die Ochsen und die Pferde von unseren Bauern weidet. Na, wahrscheinlich hittet sie der Gemeindediener. Ich habe ja nie jemand bei einer Herde gesehen. Geh du links und ich rechts. Wenn du sie findest, so schrei, oder ich werde schreien. Einer schreit. Ja. Immer der, was findet, schreit. Ist gut.
Hier sind Kühe! Also, meine Damen, mein Herr, wir gehen jetzt alle miteinander nach Hause. Ihr wisst nicht, wo das ist? Nur das werde ich euch schon sagen. Ich werde euch dirigieren. Das wäre doch lächerlich, wenn man nicht ein paar solche Rindviecher dirigieren könnte. Wo Rindviecher ganze Völker dirigieren. Nur habe ich recht. Na also. Was? Und du? Du treibst die Kühe nach Hause, während ich das Pferd suche. Aber bitte schön, beeil dich, Kerl. Mächtig bin ich. Geh mal! Jesus, na ihr seid mir aber schöne Pferdel. Schaut, dass wir uns noch nicht kennengelernt haben, was? Weißt du was? Ja, wenn wir jetzt gemütlich nach Hause reiten, wir zwei, dann pass mal auf. Warte. Hey, was machst du denn? Das ist doch unser Pferd. Na, das wird. Das ist der Österreicher. Also. Du willst nach Hause reiten, nach Österreich. Aufhalten! Schlag ihn tot, wenn er ihn erwischt, den Hund! Das ist doch das Pferd, das ich im Vorjahr an Peter Ivanovich verkauft habe. Ja, aber ich... Halte den! Oh. Halt den Dieb! Er hat halt, Pferd halt, lass ihn! Nicht doch! Halt! Er will nach Wien reiten! Er ist ein Dummkopf! Das Pferd erkennt er nicht, die Ochsen findet er nicht. Dabei sagt er, dass er zu Hause sogar die Zeitung lesen kann. Den Arsch habe ich mir abgewetzt, dass ich mir eine Woche Kräuter drauflegen muss, dass es gehen wird. Um Himmels Willen, nehmt euch das Pferd nach Kolonowka zurück. Nichts wie Ärger habe ich mit dir. Schuft, Germanischer. Germanischer? Ich verbitte diese Beleidigung. Ich bin ein Tschech und kein Germanischer. Also fort, raus hier. Aus meinem Hof, ihr Lümmel. Hopp, Los, Sorat. Halt! Raus, ja, schau mal hier, was sind das für Kühe? Was ihr denn da? Ja, die Schafe, wem gehören denn die? Bleib stehen! Hallo! Raus mit euch, du Ochsen! Ja. Was treibst du mir das hier in den Hof? Wir sind der Österreichische! Das gehört doch nicht mir! Raus, hoppala! Wo hast du das her? Ja, du sollst bringen. Bleib sie wieder zurück, oder ich erschlag dich! Warum lässt du nicht deine Firma in die Ochsen machen, du Schlaukopf, bevor du sie in die Welt hinausjagst? Bei uns ist auf jeder Schubasterschachtel die Firma drauf, damit man nicht verwechselt. Verstehst du? Schust! Darauf wollen wir trinken. Ilja? Aha, der hat noch Hunger. Ivan? Natascha? Nein, du bist noch zu jung, Natascha. Olga, du sollst leben. Nina, wohl bekommst. Halt ein bisschen. Ist das ein freundlichst? Traurig ist, dass man sich nicht auf 7 Tage voraus anfressen kann, so wie ein Kamel. Ich hoffe, dass nun die zweite Tochter auch so anhalten kommt. Es ist an der Zeit, dass Ilja und seine Braut ins Haus bringt. Er ist ein guter Bauer und ein hübscher Bursch. Die Mädchen im Dorf laufen ihm nach, aber er hat uns gestanden, dass er ein Auge auf eure Dunja geworfen hat. Ich kenne sie nicht, ich habe sie noch nie gesehen. Wo habt ihr sie denn? Ivan, dir als Vater des Bräutigams gebührt das erste Angebot. Gut.
Wie viel könnt ihr eurer Dunja geben? Wie viel möcht ihr? Und was? Also, was wollt ihr geben? Worauf rechnet ihr? Na, macht ein Angebot. Bestimmt ihr selbst. Da geht's zu wie am Markt in Tabor. Mordi mein. Da möchte ich Vermittler sein. Wir wollen für unseren Ilja eine Braut, einen Samovar und zwei Kissen. Und eine mit Messing beschlagene Truhe. Gut. Ich gebe den Samovar, ich gebe die Kissen, aber die Truhe mit dem Messing gebe ich ihr nicht. Sie muss mit Messing beschlagen sein, das erfordert die Ehre unseres Ilja. Also gut. Ich werde ihr auch eine Truhe mit Messingbeschlägen geben. Aber dafür muss Ilja ihr Galoschen kaufen. Und den halben Schnaps bei der Hochzeit bezahlen. Was? Galoschen? Und den halben Schnaps? Kommt, die Brautschau führt zu nichts. Schaut sie euch an, die Geizhälse, die Unverschämten. Bist du verrückt? Du sagst, dass ihr reich seid und dein Sohn kann meiner Tochter keine Galoschen kaufen? So wenig weiß er seine Braut zu schätzen. Lernt euch kennen. Wollt bitte wieder Platz nehmen. Olga Fjodorowna, bitte. Iwan Michailowitsch, bitte. No. Natascha. Das möchte gut ausgehen. Nun? Wenn da kein Heiliger an der Wand ist, kann allerhand passieren. Bei Dunja? Woher willst du das wissen? Wirst du mich zum Mann nehmen? Schlagen wirst du mich nicht? Und besaufen wie ein Schwein wirst du dich auch nicht? Ich werde dich nie schlagen, Dunja. Ich besaufe mich ohnehin nur an Feiertagen. Und möglicherweise werde ich in den Krieg ziehen. Und du wirst eine Soldatenfrau sein. Nicht hier. Mamascha wird zufrieden sein, wenn ich ihr erzähle, dass du Muskeln wie Stricke hast. Und die Galoschen, die kaufe ich dir, damit du siehst, dass ich nicht an der Frau sparen werde. Komm, Ilja, es wird nichts draus. Sie wollen 100 Rubel auf Schnaps. Galoschen habe ich versprochen. 50 Rubel gebe ich auf den Schnaps. Aber die hungrigen Dummköpfe kriegst du ja nicht satt. Komm, ich suche dir anderswo eine Frau. Lieber ertränke ich dich, ehe ich dich zu so einer Familie lasse. Holen die Tochter und möchten das ganze Haus davontragen. Die Zeile sollte die Braut zu einem Bräutigam herausschlagen. Olga, ich gebe 80 Rubel auf Schnaps. Kein Mensch hat seine Ware jemals so günstig verkauft. 80. Und ich selbst werde nicht viel trinken. Lass uns nicht unverrichteter Dinge nach Hause fahren. Bitte, Mutter. Hm. Pärchen wird Glück haben. Sie haben es mit derselben Heiligen gesegnet, die was die aufgeblähte Sau kuriert hat. Diese Heilige scheint bei Ihnen ein Mädchen für alles zu sein. Mein Täubchen.
Über 3 Wochen am Sonntag soll Hochzeit sein. Herzen zur Hochzeit lassen wir brennen, dass wir des Bräutchens Antlitz erkennen. Heut kommt ein Mann, dem wird sie sich geben. Schmerzen und Freuden wird sie erleben. Mein Deutschen! Schaut sie an, die falsche Füchsin. Es wird dem Bräutchen nicht angenehm sein, bei ihr zu leben. Alle heilig. Deine zweite Mutter. Fjodor Nikolajewitsch, Gottes Segen über dich und deine Kinder. Seid gesegnet alle Zeiten. Euer Leben sei euch süßer wie Zucker. Schmiegt euch aneinander wie Hopfen an Hopfen. Seid fruchtbarer als Gerste. Wo spuckt die Alte da herum? Bleib da, hab keine Angst. Heute hat sie kein Messer bei sich. Der Wodka wird geöffnet. Trinkt, ihr Männer. Was machen Sie denn da? Ja, Mann und Frau sind zum ersten Mal allein. Dunja bringt ihm ihre jungfräuliche Reinheit zum Opfer. Das ist doch... Weißt du noch, vor 20 Jahren... Ich hab doch damals mit... Oder war das die andere? Ich bin stark. Was, du auch? Kameraden, verzeiht's mir, ich war, wie sie vom Feld gekommen ist, einmal allein mit ihr zu Hause. Und das Mädel ist jung und Gott hat's gewollt. Ich bin auch perplex. Am meisten perplex bin ich. Auf ihre Schweine! auf die ganze Wirtschaft! No! Seid still, ich hab etwas gehört! Lass mich durch! Lass mich doch durch! Vater, ich danke euch, dass ihr sie mir bewahrt habt. Ich möchte wissen, wie sie das gemacht haben. In Russland ist alles möglich. Vielleicht wächst hier in Russland über Nacht alles nach. Man sollte mal beim Schweinderl im Stall nachschauen, ob dem auch das Schwänzchen nachgewachsen ist. Deutschen, Elia, Frau! Deutschen, liebes Gott! Dunja! Deutschen, Elia! Leb wohl, Kinder! Unsere Kinder! Ja, danke dir, mein Kind! So trinken wir auf die gute Fahrt. Für 80 Rubel Schnaps. Dabei hat das Gesindel das meiste selbst getrunken. Ich hab's im Korn verstecken müssen, damit sie es nicht finden. Brüder, erinnert euch an Gavrin Tatril. Wie er den Puppel von Duschka seinen Bart über den Marktplatz zog. Weil er mit Natascha, mit dieser Tierin nicht trauen wollte. Er ist der Hundskerl an der Front gefallen. Man hat ihn den Schädel eingeschlagen für den Zaren. Trinken wir auf seine Gesundheit. Trinken wir. Der Älteste, du bist ein Schafskopf. Wie kannst du auf die Gesundheit eines Toten trinken? Ich befehle dir, Fodor, auf Tataris wohl zu trinken. Schätzt du es nicht, wenn ein Vorgesetzter dir befiehlt? Ein Hundsfort bist du, Dolfältester! Weißt du,
Du beschimpfst ihn! Fjodor Pawlowitsch, der dir Provodka gegeben hat! Da zeigt sich wieder, dass die Russen wenig Kultur haben. Wenn sie eine Nation von Intelligenzlern und Gebildeten werden, so wie wir, dann möchten sie nicht rauchen, sondern möchten sie Sportfeste veranstalten. Sie möchten sich nicht die Mäler zerschlagen, ob der Dorfälteste ein Ochs ist oder nicht, sondern sie möchten Wettkämpfe veranstalten. Bei uns rauchen wir genauso. Ja, bei uns rauchen die Ungebildeten. Die Gebildeten, die haben doch das Boxen und den Fußball. Ich werde es auseinanderreißen. Verrückt, seit der letzten Stunde erschlank dich doch. Bitte. Na, du Schafskopf. Warum haben wir zwei Idioten uns gerauft? Warum versuchen wir den barmherzigen Gott? Fodjar, komm. Nimm deinen Pelz. Wir fahren nach Karninka. Zu den Neufermilch. Die werden sich freuen. Komm nun. Der hat sich einen ordentlichen Ofen zugelegt. Ja. Er hat sich aus Freude angesoffen. Bei vielen ist das doch herrlich, dass ihm der Bräutigam für diese Braut die Hand legt. Komm, Nina, gib uns Borscht. Wir gehen allein pflügen. Mm-mm. Heute beginnt das große Fasten. Das dauert 6 Wochen. Es steht alles auf dem Tisch. Nehmt euch. Das wäre was für den Alten, mein Lieber. Weil sauer macht lustig und nüchtern, aber mir werden morgen in der Früh vor lauter Sauer die Zähne wehtun. Danke. Das sind ja nette Perspektiven. Steh doch auf, du Fast, du Bodenloses! Was ist? Das große Fasten hat begonnen. Man muss zu Gott beten. Ja. Beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Vater, der du uns das tägliche Brot beschert hast, wir danken dir. Was ist denn heute mit der Arbeit? Hm? Speise und Trank gewährst, wir danken dir. Vater, der du uns das Dach über dem Kopf beschützt, wir danken dir. Ja, ihr wart fleißig. Vater, der du uns ein Feld ist noch zu pflügen, ja, das schafft einer. Vater, der du uns alle gesund. Also, dich behalte ich. Wir danken dir. Und euch beide schicke ich zum Gefangenenkommando zurück. Findest du nicht? Hauptsache, dass der Krieg für uns vorüber ist. Ich will nur nach Hause. Wer weiß, wie es da zugeht zu Hause. Nur nicht dran denken, was jeden Tag zu Hause passiert. Nur nicht dran denken. Na, spring herunter. Jetzt ich. Ja. Mach Platz. Aber jetzt. Ja, jetzt kannst du nachdenken. So. Und hopp. Ich! Ja, 1, 2, 3 und... 10 Rubel für die ganze Schindlerei. Dafür kann ich mir nicht einmal ein paar hohe Stiefel für den Winter kaufen. Man wird uns zu einem anderen Bauern in die Robot schicken. Ihr seid Tschechen. Ich sehe es euch am Gesicht an. Mein Name ist Horschin. Oberkellner aus den besten Prager und Wiener Restaurants. Schwäg Josef ebenfalls aus Prag. Marek, einjährig Freiwilliger. Ihr werdet doch nicht zu einem Bauern gehen. Ja, sind wir denn nach Russland gekommen, um zu arbeiten? Man wird das nicht fragen. Weil wenn wir in die Robots wollen. Den Bauern auf ihre Arbeit und ihren Borscht.
Das Losungswort für jeden anständigen Gefangenen lautet Sibirien. Ihr habt noch 10 Rubel? Davon lebt ihr dort im Lager wie Barone. Für 2 Kopeken bekommt man 1 Pfund Brot. Und für einen Sechser 1 Meter Krakauer Salami. Wie kommen wir dorthin? Ja, an dir hat auch schon der Zahn der Zeit an der Intelligenz genagt, du Ochs. Na, mit der Eisenbahn natürlich. Wo sind sie denn? Die österreichischen Teufel. Na da, 3 Stück. Gute Arbeiter. Such dir aus. Ich nehme nur einen. Wenn's umsonst ist, nehme ich 2. Umsonst. Aber Hemden musst du ihnen geben und Stiefel wirst du ihnen kaufen. Der Zar hat so befohlen. Ach, die Obrigkeit gibt unvernünftige Gesetze. Also, die 2. Ich gehe nicht mit dir, Alter, solange du mir nicht ein Hemd und einen Pelz herbringst. Zu Hause werde ich dir geben. Und ich kann nicht arbeiten. Ich bin Mechaniker, Optiker. Ich kann nur Brillen machen. Hast du vielleicht eine Brillenfabrik? Und ich bin mein ganzer Lebtag nur Aeroplan geflogen. Bei mir hebt sich alles in die Höhe. Ja. Wenn du einen Ochsen einspannst und Hai aufladest und gibst mir eine Peitsche in die Hand, schon erhebe ich mich in die Lüfte. Ist meine Natur. Da habt ihr, hey! Da habt ihr Aeroplan, ihr österreichischen Teufel. Ich werde euch lernen, einen rechtgläubigen Russen nicht zu schätzen. Ich danke Irgendan, dass ihr sie für diese Faulheit bestraft habt. Ich gehe jetzt zum Bazar und dann hole ich mir diese germanischen Schufte. So einem Depp ist es egal, ob einen erschlägt oder nicht. Auch auf Gefangenen muss eine gewisse Strenge sein. Was wäre das für ein Polizist, wenn er nicht streng wäre? Hör zu, Kamerad. Einer für alle. Alle für einen. Wir werden uns auf Französisch empfehlen. Ja, Französisch. Adieu. Halt! Wohin? Auf den Bazar, unserem Herrn nach. Er will uns dort Hemden kaufen. Du wirst die beiden begleiten und zurückkommen. Psst. Auf Wiedersehen, ihr Hundesöhne. Zurücktreten, zurücktreten, meine Deutsche. Man führt uns zur Robert ins Lager. Uns begleitet ein Kosak. Naja, er unterhält sich da drüben. Ja, man hat uns in den Bazar geführt. Naja, ich kann ja mit ihm reden. Ich werde ihm sagen. Hallo! Kosak! Na, sag mir, wer wird denn den Krieg gewinnen? Die Germanen machen alles mit ihrer Technik. Aber wenn er keine Patronen und keine Technik mehr haben wird, dann werden wir sie mit den Fäusten zusammendreschen. Dann gut. Ich dachte nur, er wäre davongelaufen. Überall wimmelt's von Österreichern. Alles läuft von der Arbeit weg. Kameraden! Schnell, der Zug fährt ab! Kameraden, der kann einsteigen! Schnell, schnell! Na los, hier da hinten! Was ist denn? Einsteigen, hab ich gesagt! Kommt schon, einsteigen! Was wird sein, wenn man uns fragt? Wenn wir sagen, unsere Truppe ist vorausgefahren und wir fahren mit der Eisenbahn nach? Nein! Hast du vielleicht eine Fahrkarte oder eine Marschroute? Nur keine Angst nicht, ich habe eine Marschroute. Fahrkarte! Sind schon da! Oi! Jetzt sind wir in Schlamastik. Ah, Österreicher. Wo ist eure Wachmannschaft? Unser Dokument stammt direkt von Zaren. Und trägt die Unterschrift aller Minister.
ein Sekret, ein politisches Geheimnis. Schlecht geschrieben. Man versteht nicht, was in dem Pass da steht. Es ist Tschechisch, Französisch und Englisch. Ein Pass für alle Verbündeten. Wir haben eine geheime diplomatische Mission. Und wohin gedenken Sie zu fahren? Na, von da nach dort und dann von dort nach dahin und dann zurück nach Petersburg. Und wer geruhen Sie zu sein? Seien Sie gefälligst nicht so neugierig, ja? Bitte schön, das hier ist meine Familie, das ist seine Familie und das ist... Also, Consommé als Vermicelle, Hering en Gelle, Ragoute Zerf. Das verstehen Sie nicht. Wenn Sie ungestört sein wollen, gebe ich Ihnen ein abgeschlossenes Abteil zweiter Klasse. Nein, nein, wir sind ja extra hier, um uns ein bisschen umzusehen und um zu hören. Zu hören. Seid ihr von der staatlichen Geheimpolizei? Psst, das muss geheim bleiben. Du bist ein Teufelskerl. Sogar mit elektrischer Beleuchtung. Vielleicht gibt's hier ein Restaurant. Wenn ja, dann serviere ich euch eine Mahlzeit, wie ihr sie noch nicht erlebt habt. Fertig. Geht an den Schacht. Mein Stroganoff. Schon bereit. Danke. Olga. Erst die Tabletts freimachen, dann abspülen. Ja, sofort. Und was ist mit den Tassen? Wir brauchen 10 Tassen. Ist noch kochendes Wasser da? Ja, genügend. Wo bleibt der Fasan? Noch eine Minute. Wer seid denn ihr? Ich bin Kellner. Euer österreichischer Kollege. Was wollt ihr von uns? So möchte ich's herumtragen. Und so möchte ich's den Gästen servieren. Und so möchte ich ausweichen. Bravo! Das sind fertige Zauberkunststücke, was du zu Wege bringst. Sind Sie gleichfalls Kellner? Gleichfalls. Aber ich trage nur Bier. Und das habt ihr hier nicht, also kann ich euch nichts vormachen. Bitte, ich bin gleichfalls ein Kellner. Wenn Sie gestatten, gehorsamst. Also, so möchte ich's den Gästen zeigen. Und so möchte ich servieren. Und so möchte ich ausweichen. Sass, bitte! Hey, hey, so hey! Möchte ich servieren. Wo wollen Sie denn so hin? Wer seid ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Zeigt euren Ausweis! Wie doch, so bett ich Sie. Pardon. Zu Hilfe! Zu Hilfe, Kameraden! Die gesamte russische Armee ist mir noch gefährlich! Festgenommen! Und Sie wollen Polizei? Noch zwei! Das ist eine ganze Verschwörung! Spione! Abführen! Sie werden uns aufhängen! In den Kriegsartikeln steht, dass ein Soldat kein gewöhnlicher Spion ist. Man kann uns nicht aufhängen. Man muss uns erschießen. Uns gebührt ein Ehrentod. Hör auf! Stellt euch vor, meine Herren, wir kommen in den Hof hinaus. Eine ganze Kompanie Soldaten steht da. Man drückt uns Spaten in die Hand und sagt, meine Herren, schaufelt euch eure Gräber selber. Ihr seid Spionen. Ihr eilt, wenn wir uns nicht schinden. Schweig! Mal den Teufel nicht an die Wand. In so einer Schlamastik war ich noch nie.
Die drei Arrestanten vorführen. Hierher, euer Hochwohlgeboren? Ja, bring sie her. Unmöglich, euer Hochwohlgeboren. Schmutz, Ungeziefer. Sie werden hier alles verunreinigen. Macht nichts. Sie sind schon oben? Lasst sie eintreten. Reinkommen! Was wolltet ihr mit dieser Speisekarte? Nichts, euer Hochwohlgeboren. Es ist eine liebe Erinnerung an Friedenszeiten. Wir sind Kellner aus Prag. Und was habt ihr in der Küche verloren? Verzeihen, euer Hochwohlgeboren. Wir wollten nur nachschauen, ob die russischen Kommandanten auch so viel und gut speisen wie die österreichischen Kommandanten. So Gänse, Enten und Austern und Fasanen. So, das essen eure Kommandanten. Und gibt es Wein und Cognac und Likör? Ja, Gumpoldskirchner, Mosel, Bordeaux, Hennessy, Cointreau. Schliegowitz. Auch jetzt? Auch jetzt, ja. Bei uns hat man das alles verboten. Und Cognac kannst du nur um teures Geld unter der Hand kaufen. Der Krieg ist bös. Das sind unschuldige Menschen. Die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Man soll die Dokumente ausfertigen. Ins Lager schicke ich euch, Kinder. Bittere Kriegszeiten, aber einmal müssen sie zu Ende gehen. Thank you.